Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass wir direkt die Babys altern sollen. Deswegen mache ich das jetzt. So, zack, zack. Auf geht's, auf geht's. Und Legacy ist Alban. Und Lion ist ein Charmeur. Ihr habt übrigens abgestimmt, dass die Baby-Challenge kommt und nicht die Lucky Legacy Challenge. Ich hatte auf beides gleich viel Lust. Deswegen habe ich euch auf Instagram diesmal abstimmen lassen und nicht auf Twitter, weil meistens mache ich es auf Twitter und das ist irgendwie unfair gegenüber den Leuten, die nur auf Instagram folgen. Deswegen habe ich es jetzt immer so gemacht und ich finde es interessant, dass die Baby-Challenge gewonnen hat tatsächlich. Weil ich meine, wir sind hier 100 Folgen drin, das andere ist gerade frisch und ihr so, lol, wir wollen trotzdem das alte sehen. Und ich so, okay, irgendwas scheine ich ja hiermit richtig zu machen, I guess. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sich das hier ja anscheinend so gut gefällt. Ich stecke die beiden da mal in den Cars. So, die gehen am besten einfach direkt pennen. Und ja, Mutti auch. Sehr schön. Ich find's cool, weil der eine ist so ein Süßi und der andere ist so ein Bad Boy. Finde ich geil. Es ist Winter. Woohoo! Oh, dann schneit's jetzt gleich, also bald wieder, ne? Dann wird wieder alles nur noch weiß sein. Die platzt ja auch gleich schon wieder richtig, ne? Oh Mann. Sie hat schon wieder den Kuchen angefressen. Oh mein Gott. We hate it. Die Kleinen sind natürlich schon fleißig dabei, hier irgendwas zu trainieren. Also das Kind hier, jetzt hat schon alles fertig. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch Hausaufgaben machen muss. Nee. Ja, dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Mach, was du willst. Was ne Mutti. Halbnackt auf dem Schaukelstuhl und erstmal stricken. Oh, ich habe sie gerade mal weggeschickt, weil sie wurde angerufen und ich dachte, so eine Massage ist vielleicht ganz nett für sie mal. Also, dass sie sich halt mit einer ihrer Töchter trifft zum Massagedingensi. Ich denke, ich werde einfach einen Sitter engagieren, weil dann müssen wir uns ja trotzdem quasi größtenteils um uns selber kümmern. Obwohl, sie geht doch nicht dahin. Dann kann die Olle natürlich auch gehen. Ich würde sie gerne wegschicken. Hallo? Sie hat trotzdem das mit der tiefen Massage bekommen. Ist doch ganz nett, oder? Lion hat schon Level 3 in Bewegung. Cool. Und der muss eigentlich mal kacken, aber ja. Warte, deine Mutti hat gerade Zeit. Vielleicht kann sie dir helfen. Normalerweise kümmere ich mich ja da nicht drum und lasse sie einfach in ihre Hose machen, aber wenn sie jetzt gerade eh Zeit hat und ich es mitbekomme, dann kann sie ihn auch auf Klo bringen. Und danach muss Mutti schlafen. Auch wenn es erst 5 Uhr nachmittags ist, aber it's a mood. Also nach einem normalen Arbeitstag könnte ich auch schon um 5 schlafen gehen. Oh, sie bricht zusammen. No, 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 no. Oh, die beiden knuddeln. So, dann geben wir ihm halt noch sowas zu essen. Hier, viel Spaß. Wieso steht sie auf? Was ist mit ihr? Oh, die Wehen haben eingesetzt. Hoppla. Sie bekommt aus Versehen ihr Baby. No. Kann ich das noch rückgängig machen? Dass sie das im Krankenhaus bekommt? Ja? Oh, ich glaube schon. Ja! Oh mein Gott, ich dachte schon. Oh, hier liegt schon Schnee. Und sie so, ich laufe hier im Kleidchen rum. Oh ja. Hello. Ich würde mich gerne hier anmelden. Es funktioniert, glaube ich, dieses Mal. Und er rastet nicht aus? Was? Wow. Das ist aber neu. Oh, jetzt rastet er, glaube ich, aus. Aber er hat uns zumindest anmelden lassen. Krass. Rechnung.
Die sind mir jetzt gerade ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Cool, Rabatttag. Kannst du nicht da hingehen oder so? Bei mir passiert dir gerade nichts. Hilfe. Ah. Ein Mädchen. Emilia. Oh, süß. Und noch ein Junge. Stefano. Okay, Zwillinge. Dann sind wir bei 70 Kindern. Yay. Das heißt, es ist schon 20 Kinder her, dass wir Melody gealtert haben. Das ist irgendwie schon ein bisschen heftig. Aber ja. Jetzt fehlen nur noch 30. Bis wir vorbei sind hier. Wow. Es wird trotzdem noch eine Weile dauern. Aber hey, das ist schon heftig. Und nur noch 10, dann gibt es ein neues Umstyling. Woohoo! Spiele 100 Stunden die Sims 4. Das heißt, wir spielen schon 100 Stunden dieses Spiel safe. Wow, das ist schon ein bisschen heftig, oder? Wir haben direkt Platz für noch mehr Kinder. Eigentlich wäre es Zeit dafür, ne? Aber ich würde jetzt erstmal was für Rabatttag kaufen, damit sie halt ihre Lebenszeitpunkte bekommt. Die sind immer gut. Ich würde, glaube ich, das hier mal verkaufen, weil das nutzen wir gar nicht mehr. Und dann kaufen wir einfach irgendwas Cooles. Wie wäre es denn mit der Gitarre hier? Die ist doch geil. Tees Martins ist jemand, den wir dann nicht hatten. Deswegen können wir uns ja mal bezaubernd den vorstellen. Und vielleicht haben wir dann mit dem einfach direkt was. Oh, gerade Kinder rausgedrückt. Direkt ein neues. Wir finden ihn einfallsreich. Nice. Er hat für uns den Stand geschlossen. Oh, wow. Ach, weil er arbeiten, das kann ich ihm nicht zur Runde hinzufügen. Aber ich möchte mit denen tatsächlich die Mächte haben. Oh, sie laufen hin. Nice. Scheint ja gut zu sein. Ja, kümmere ich mich auch um die Babys. Wirklich. So, kümmere dich um die Babys. Und danach machen wir einen Schwangerschaftstest. Das ist sehr wichtig. So, Girl. Komm, komm, komm. Yes! We love it! Ich habe die Kinder ja, während wir den anderen Typen verführt haben, ja hier umgestellt gelassen und die haben überall dreckig gemacht. Ups. Sie muss schon wieder ihr Kind vorstellen. Adam ist einer Schüler. Oh mein Gott. Und er hat noch ein Projekt mitgebracht. Als hätten wir ihn nicht hier oben schon genug. Happy Birthday to you! Er ist ein Einzelgänger und möchte das Strandleben erkunden. Hi, Boy. He's still kinda creepy. Umstylen tue ich ihn aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ja, ich habe noch eine Minute Zeit über meinen regulären Dings. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Ich würde dann jetzt sagen, dass dieser Part vorbei ist. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.